ergründet. In Johannas Epos existiert in der Tat ein Hauptmann, nämlich Robert de Baudricourt, Stadthauptmann des Königs von Frankreich, dieser Region. An ihn hatte sich Johanna als erstes mit der Bitte gewandt, den Dauphin treffen zu dürfen. Die Chroniken Lothringens sind eine Sammlung alter Texte, zusammengetragen von Dominikanerpater Don Calmé. Sie vermitteln eine erstaunliche Version des Treffens in Nancy zwischen Johanna, Hauptmann de Baudricourt und dem Herzog von Lothringen. Als er mit dem Mädchen nach Nancy kam, stellte nämlich Baudricourt Johanna dem Herzog vor und sagte, sie wünsche sich zu König Charles zu begeben, um ihn wieder zurück auf den Thron von Frankreich zu bringen und die Engländer zu verjagen. Monseigneur, ich verspreche euch, dass ich kaum erwarten kann, dorthin zu gehen. Wie? Sagte der Herzog. Aber du trägst weder Waffen noch bist du zu Pferde. Das Mädchen antwortete, dass wenn sie Rüstung und Pferd bekäme, sie aufsteigen würde, damit jedermann sähe, dass sie es könne. Der Herzog gab ihr Rüstung und Pferd und ließ sie bewaffnen. Und ohne den Fuß in den Steigbügel zu setzen, schwang sie sich in Anwesenheit aller auf in den Sattel. Ihr wurde eine Lanze gereicht, so kam sie zum Schlossplatz und durchquerte ihn. Nie zuvor hatten bewaffnete Männer ihn besser durchquert. Der gesamte Adel war voller Erstaunen. Da frage ich mich, wie sie das gelernt hat. Und die Zeitgenossen hatten wie immer eine Erklärung dafür. Die erste war, dass Gott ihr diese Gnade erteilt hätte, sich wie ein Reiter auf dem Pferd zu halten. Sozusagen wie ein weiblicher Knappe. Da ist also wieder das Wundersame. Gott hat ihr diese Kraft gegeben, denn Johanna ist das Instrument der Vorsehung. Und dann die andere Erklärung, vor allem die der Burgunder. Nicht weiter verwunderlich. So soll Johanna von Orléans geplant gewesen sein, geschult, inszeniert, angewiesen, eine bestimmte Rolle zu spielen. Robert de Baudricourt soll demnach sozusagen der Deus Ex Machina gewesen sein. Er hätte Johanna für ihre Rolle geschult, um sie dann an den Hof in Frankreich zu schicken. Und dort am Hofe sei sie dazu benutzt worden, die französische Öffentlichkeit davon zu überzeugen, dass sich der Himmel zu ihren Gunsten entschieden habe. Eine derartige militärische Ausbildung erfordert Jahre. Die meisten Historiker sind aber der Ansicht, dass Johanna erst 16 ist, als ihr Hauptmann de Baudricourt davon überzeugt, ihr bei ihrer Aufgabe zu helfen. Das wahre Alter der Jungfrau bleibt also eines der großen Geheimnisse der Geschichte. Es gibt kein genaues Dokument der Geburt von Johanna, denn es gab natürlich kein Standesamt. Aber sie wird mehrfach über ihr Alter befragt und sagt während des Prozesses, sie sei 18 oder 19 Jahre alt, wonach sie wahrscheinlich am 5. Januar 1412 geboren ist, am Vorabend von Epiphanias. Für eine Prophetin wäre das der beste Tag, aber ist das absolut sicher? Auf ein oder zwei Jahre genau schon. Aber der einzige Text, der dieses Datum angibt, ist immer noch der von Perceval de Boulainvilliers, dem Kammerherrn von Dauphin Karl. Ich denke, euch ist der Ruf einer Jungfrau zu Ohren gekommen, die uns frommen Glaubens von göttlicher Seite zugesandt wurde. Sie kam aus dem Licht unseres sterblichen Lebens in der Nacht zu Epiphanias, dem Erscheinen des Herrn. Wir wissen nicht, wann Johanna geboren wurde, jedenfalls nicht am 6. Januar 1412. Sie selbst gibt andere Daten an, genau wie auch die Chronisten. Aber ein selten erwähntes Ereignis ihres Lebens könnte uns Auskunft geben. Johanna war verlobt. Ihre Eltern versuchten, sie zur Heirat zu zwingen, aber da sie ein Keuschheitsgelübde abgelegt hatte, weist sie den jungen Mann ab, der darauf einen Prozess gegen sie anstrengt. Johanna verteidigt sich im Jahre 1428 ganz allein vor der Gerichtsbehörde in Toul.
und sie gewinnt. Von diesem Eherechtsprozess ist nur noch eine Tafel vor der Kathedrale erhalten. Wenn sie sich allein vor dem sogenannten Offizialat verteidigt hat, ohne Eltern, Vater oder Mutter, heißt das, Johanna muss mindestens 20 Jahre alt gewesen sein. Das war für das Offizialat das Alter der Volljährigkeit. Johanna soll für den geschickten Umgang mit Waffen Lehrjahre gehabt haben. Aber bei wem? Der Rehabilitationsprozess zeigt, dass sich zwei Offiziere unter dem Befehl von Hauptmann de Baudricourt regelmäßig nach Domremy begeben haben. Der Zeuge erklärt unter Eid. Bertrand de Poulengy ist ein Adliger, ein Ritter im Dienste von Robert de Baudricourt. Bertrand de Metz ist ein Offizier, der Poulengy sehr nahe steht. Sie sind sozusagen ein Team. Sie begeben sich ihrer Aussage nach sehr häufig nach Domremy. Ihr Vater war Jacques d'Arc aus diesem Dorf. Er kenne den Namen ihrer Mutter nicht, ist aber mehrmals in ihr Haus gekommen und sagt, dass er wüsste, sie wären gute Arbeitsleute. Da können wir uns die Frage stellen, was sie so häufig in Domremy wollten. Woher sie denn Jacques d'Arc kannten, aber die Mutter nicht? Das bedeutet doch, dass sie nicht in das Haus ging, sondern anderswohin. Und was haben sie da getan? In den Archiven von Lothringen findet sich ein erstaunliches Dokument. Der Pachtvertrag von Jacques d'Arc, Johannas Vater. Dieser Pachtvertrag bestätigt, dass Jacques d'Arc vom örtlichen Lehnsherrn nicht nur Ländereien pachtete, sondern auch eine Festung, genannt Château de Lille, ein Inselschloss. Aber ist er dann ein bescheidener Bauer gewesen? Also ist es keine sehr arme Familie aus dem Dorf gewesen, sondern eine begüterte. Ihr Vater ist Dekan, so etwas wie ein Bürgermeister. Er steht mit dem Hauptmann von Vaucouleurs in Verbindung, zu dem Johanna sich später begibt. Wenn sowohl er als auch sie das zugibt, heißt das schlicht, dass sie sich kennen. Das ist keine Familie der unteren Schicht, sondern eher eine der reichsten Familien des Ortes. Wenn Jacques d'Arc in dieser gefährdeten Gegend eine Festung kontrolliert, muss diese natürlich unter der Hoheit des militärischen Repräsentanten des Königs stehen, Hauptmann de Baudricourt. Das ist der Kreis der Offiziere, die Johannas Verwandlung in einen Mann vollenden. So haben Bertrand, der Zeuge, mit dem wir sprechen, und Jean de Metz so viel mit Hilfe anderer Menschen aus Vaucouleurs getan, dass sie sich ihrer roten Frauenkleider entledigen konnte. Vorbereitet waren eine Tunika und Männerkleidung, Sporen, Beinkleider und verschiedene andere ähnliche Dinge, sowie ein Pferd. Mitten im Winter, am 23. Februar 1429, verlässt Johanna Vaucouleurs und begibt sich nach Chinon. Baudricourt hat ihr eine Eskorte mit 6 Reitern inklusive Collet de Vienne, ein königlicher Bote, zur Verfügung gestellt. Sie legen die 600 Kilometer Strecke in 11 Tagen zurück. Da ihr Weg über die Gebiete der englischen und burgundischen Feinde führt, reisen sie nachts. Selbst für einen versierten Reiter ist ein solches Unterfangen eine harte Prüfung. Johanna stellt sich der Gefahr. Und als sie in Chinon ankommt, kann sie sagen, ich habe es getan. Dass sie keine Schwierigkeiten hatte und nicht umgebracht wurde, ist für sie schon ein erster Beweis für die Unterstützung Gottes. Das Königreich Frankreich befindet sich zu Beginn des 15. Jahrhunderts in einer katastrophalen Lage. Der König war gezwungen, Paris zu verlassen und nach Bourges zu flüchten. Er wird als der kleine König von Bourges verhöhnt. Und als die Engländer Orléans belagern, flüchtet er hierher, in die Festung Chinon. Die Situation ist so hoffnungslos, dass der künftige Karl der VII. Plant, das Königreich zu verlassen. Er will entweder nach Spanien oder nach Schottland flüchten. Wer kann ihn retten? Nur noch ein Wunder. Und dieses Wunder heißt Johanna. Der Ort, an dem Johanna den Dauphin getroffen hat, existiert noch immer. Wir sind hier im Prunksaal von Schloss Chinon, der im ersten Stockwerk liegt, und den Johanna betrat.
Sie durchquert diesen Raum, in dem sich etwa 300 Ritter befinden und rund 50 Fackeln brennen. Abgesehen von den spirituellen Lichtern, die sie erwähnt. Johanna, ein junges Mädchen von etwa 20 Jahren, dunkelhaarig, klein, mit wohlgeformten Gliedern, wie Jean Brial beschreibt. Sie hat einen kurzen Hals, ist 1,59 groß, trägt ein schwarzes Wams und eine Tunika aus grauschwarzem Stoff und fällt inmitten dieser Ritter und der schönen Damen auf. Und dennoch ist sie unbeeindruckt. Sie erweist die Referenzen, die für gewöhnlich dem König zu erweisen sind, berichtet der Chronist Jean Chartier, als sei sie bei Hofe aufgewachsen. Johanna tritt ein, wendet sich dem Thron zu, der neben dem Kamin steht. Aber der König hat den Thron verlassen und sich inmitten seiner Höflinge versteckt. Dennoch geht Johanna nicht auf den Mann zu, der ihr gezeigt worden war, sondern sie wendet sich an den wirklichen König. Sie erkennt ihn. Und das ist eins der ersten Wunder der Johanna. Nachdem sie den König gefunden hat, begeben sich beide zu diesem Kamin. Und Johanna sagt ihm: Ich heiße Jungfrau Johanna, ich komme von Gott dem Herrn, um dir zu sagen, dass du der wahre Erbe von Frankreichs Thron bist. Und ich habe den Auftrag, dich zu deiner Krönung nach Reims zu führen. Karl, der häufig als wortkarg und unentschlossen beschrieben wird, ist nach seinem Gespräch mit Johanna völlig verändert. Zeugen zufolge strahlt er geradezu. Anschließend begeben sich der König und Johanna, ein wenig abseits von der Menge, an ein Fenster und reden dort miteinander. Johanna verrät ihm ein Geheimnis. Aber welches? Niemand weiß es. Niemand. Sobald dieses Geheimnis preisgegeben würde, und da sehen wir, wie wichtig es ist, hätte Johanna das Recht, wie eine Prinzessin königlichen Blutes behandelt zu werden. Das können wir nur erstaunt zur Kenntnis nehmen. Karl gewinnt wieder Zutrauen zu sich selbst und ist, gestärkt durch Johanna, bereit, die Eroberung des Königreichs wieder in Angriff zu nehmen. Johanna fühlt sich glänzend und scheint den Großen bei Hofe ebenbürtig zu sein. Sie wird edle Prinzessin oder edle Dame genannt, Begriffe, mit denen zur damaligen Zeit nicht gespielt wurde. Sie hat sich niemals mit dem Namen Johanna, Jeanne d'Arc, vorgestellt, sondern stets mit Jungfrau Johanna. Das hat eine Reihe unorthodoxer Forscher zu der Hypothese veranlasst, Johanna sei eine Adlige gewesen oder gar königlicher Abstammung. Sie könne ein auf dem Lande großgezogener Bastard sein. Aber es fehlte an Beweisen. Auch gibt es keine Beweise hinsichtlich der Frage, wer die göttliche Mission der Prophetin Johanna denn hätte instrumentalisieren können. Auch wenn wir nicht an die göttliche Fügung glauben, müssen wir doch eingestehen, dass es ein menschliches Eingreifen gab. Wir müssen zugeben, dass eine Person, die mehr Kenntnisse hatte als andere, das Ganze geplant und von Anfang bis Ende durchgeführt hat. Diese Person ist meiner Meinung nach Yolande d'Anjou, die Königin von 4 Königreichen, Königin von Sizilien, von Neapel, von Aragon und Königin von Jerusalem. Sie hat den Dauphin in ihrem Schloss in Angers beherbergt und erzogen, den künftigen König Karl den VII., den sie mit ihrer Tochter Marie verheiraten wird. Yolande d'Anjou ist, wie wir heute sagen würden, eine Patriotin, die das Königreich Frankreich unbedingt retten und die Interessen ihrer Kinder wahren will. Diese ganze List hätte von ihr sein können. Zugleich ist sie so unglaublich diskret, dass selbst die Historiker sie vergessen haben. So blieb von ihr nur ein einziges Porträt in einem Fenster der Kathedrale von Le Mans. Auch wenn es keinen Beweis gibt, so ist doch eines sicher. Es war Yolande d'Anjou, die die wichtigste Untersuchung überwacht hat, nämlich die der Jungfräulichkeit Johannas, die gewährleistet, dass sie ihren Körper Gott gewidmet hat. Also ist es Yolande d'Anjou, die die Jungfrau Johanna legitimiert. Es
Diese Jungfräulichkeit